gibt eine ganze Menge Werften, die Boote herstellen, welche sich auch auf dem Landweg transportieren lassen. Doch kaum eine entwickelt so bewusst Boote für den Trailertransport wie die Firma Öxner im unterfränkischen Kürnach. Denn für wen als nächstes Urlaubsrevier, die Ostsee oder die Adria mindestens 600 oder 800 Kilometer entfernt liegen, der lernt es zu schätzen, wenn sich ein Boot nicht nur auf dem Wasser gut macht. In diesem Sinne sind die Öxner Boote alle als Langfahrtjachten konzipiert, also für lange Fahrten zum traumhaften Urlaubsrevier. Und damit herzlich willkommen zu Boote TV. Das Einstiegsmodell Öxner 20 Yachtline ist mit seinem überschaubaren Anschaffungspreis und einem Trailergewicht von 1500 bis 1700 Kilogramm seit vielen Jahren besonders beliebt bei jüngeren Familien und Skippern mit Mittelklassewagen, die für entfernte Sommerurlaube nicht gleich ein schweres SUV parat halten wollten. Die qualitativ hochwertig und im Handauflegeverfahren hergestellten Rümpfe kommen von Drago aus Griechenland und werden bei Öxner mit großer Liebe zum Detail ausgebaut. Ständig ist die Werft bemüht, ihre sehr ausgereiften Boote weiter zu optimieren. So bekam die 20 Yachtline bereits vor einigen Jahren einen Widebeam-Rumpf, der dem Weekender eine noch bessere Schwimmstabilität beschert, das Beschleunigungsverhalten verbessert und obendrein auch noch Sprit spart. Mit der neuen Modellserie SX20 Yachtline hat das Öxner Team den Evergreen noch einmal überarbeitet. Statt des bislang rechteckigen Luges auf dem Vorschiff erhielt das Boot nun ein in Längsrichtung deutlich verlängertes Luge, das nicht nur bedeutend mehr Licht ins Vorschiff bringt, sondern sich auch zum Durchstieg auf dasselbe eignet. Die kleine Kabine, die mit ihrem abgetrennten WC-Raum und kleiner Kochecke ohnehin ein Raumwunder darstellt, hat zudem bequeme Rückenpolster bekommen. Im Cockpit stellen die Sitze die größte Neuerung der SX20 dar, denn sie verfügen durch ein leicht vorgezogenes Sitzpolster über eine Hinterlüftung, was in warmen Revieren sehr zum Sitzkomfort beiträgt. Ein neues, höhenverstellbares Steuerrad lässt optimales Handling des Bootes im Sitzen und im Stehen zu. Der neue 7 Zoll Plotter von Garmin ist übersichtlich, leicht zu bedienen und lässt sich per Wi-Fi mit dem Smartphone verbinden. Öxner Boote bietet die SX20 Yachtline mit drei Außenbordmotoren von Honda an, die zwischen 60 und 100 PS Leistung besitzen. Unser Testboot war mit einem BF100A ausgestattet, mit dem das Boot ausgezeichnet motorisiert ist. Durch die hohen Steuersitze hat der Skipper während der Fahrt einen guten Überblick. Die Kursstabilität ist ganz gleich ob in langsamer oder Gleitfahrt, sicherlich dank des breiten Beams beachtlich. Die kleinste Gleitfahrt wird bei 3500 Umdrehungen pro Minute erreicht, optimale Gleitfahrt bei 4000 Umdrehungen pro Minute und 17,4 Knoten. In diesem Bereich ist die SX20 auch am wirtschaftlichsten unterwegs und kommt mit ihren 140 Liter im Tank, abzüglich 15% Reserve, gut 130 Seemeilen weit. Bei 5700 Umdrehungen pro Minute konnten wir leicht getrimmt als Topspeed 28,3 Knoten messen. Das Fahrverhalten ist auch bei schnellen Manövern überaus gutmütig. Dann allerdings sollte der Motor ganz an den Spiegel getrimmt werden, weil die Schraube ansonsten schnell Luft zieht. Mit Trim unten sind auch sehr enge Kurven mit 17 Knoten Fahrt ohne Probleme möglich. Im Slalom verhielt sich das Boot sogar im Fahrtrim ausgezeichnet, rutschte Achtern gelegentlich leicht weg, fing sich aber augenblicklich wieder. Beim Sprung über die Heckwellen anderer Boote setzt die SX20 Yachtline sehr weich ein und wird sich daher auch im Rauwasser gut benehmen.